Willkommen zurück zu Pizza Tower. Genau. Ich hoffe, ich habe genug Kohle, denn dann... Ja, auf jeden Fall. Denn dann geht's heute zum Boss dieses Stockwerks. Bin mal gespannt, wer es ist. Der erste war eine Tomate und das hier... Keine Ahnung, ein zerloffener Pfannkuchen. Zerloffen, ist auch ein schönes Wort. The Vigilante? Ist das die Kartoffel von dem Schild? Und er hat eine Knarre. Ich auch? Okay, das ist nice. Nimmt er überhaupt Schaden? Ich seh nicht wirklich, dass er Schaden nimmt. Wow! Kriege ich auch Dynamit? Das wäre prima. Oh, was ist das? Man kann eine Riesenkugel aufladen. Jetzt müsste ich sie nur noch in die richtige Richtung schießen. Ich frage mich, wie er es bisher noch nicht geschafft hat, mich zu treffen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich auch nicht besonders gut darin bin, ihn zu treffen. Aber er verliert auf jeden Fall Energie, wenn man ihn genügend trifft. Bestimmt ist diese große Kugel mega effektiv. No! Vor allem, was schießt der da eigentlich? Ich hätte nicht gedacht, dass der zweite Boss noch chaotischer sein kann als der erste. Kann ich eigentlich auch diagonal oder sowas schießen? Was war das denn für ein komischer Geist? Ah! No! Das Schwierigste ist, den im Blick zu behalten. Zwischen den ganzen anderen Sachen. Energie nehme ich immer gerne. No! Da kommt schon wieder so ein Geist, der verfolgt mich. Was soll ich gegen den machen? Ich glaube, ich habe hier keine Chance. Ja, der hat auf jeden Fall auch noch eine zweite Runde. Eine Kuh, natürlich. Ich müsste das besser abschätzen können, wann diese große Kugel rauskommt. Das ist nämlich mein Problem, hauptsächlich. Dass ich die immer falsch verschieße. Und man kann das auch nicht irgendwie so halb aufladen und dann nochmal später? Nö. Wow, der ist tough. Naja, dachte ich aber beim ersten auch. Nur, es ist halt das komplette Chaos. Und wenn man mal so ein kleines bisschen hinter das Chaos durchblickt, dann ist es nicht mehr ganz so schlimm. Macht er das eigentlich absichtlich? Weil, kann der auf meine große Kugel reagieren, damit er der ausweicht? Ich habe so manchmal das Gefühl. Autschi. No! Ist das dein Ernst? Wie der hier rum... Der muss nur hier rumsliden und trifft mich. Ist ja mal mega unfair. Nein! Ich weiß nicht, wie ich diesen Hillbilly mit der Heugabel ausweichen soll, ey. Kann ich den auch abschießen? Ja, man muss sich auf die verschiedenen Phasen einstellen. Dass er jetzt zum Beispiel anfängt, dieses große Ding zu werfen. Oder das macht. Lol, der ist mit einem Schuss kaputt. Und ich jammer rum, dass ich dem nicht ausweichen kann. No! Man muss immer die Energie im Blick behalten, damit man weiß, was als nächstes kommt. Voll die Kiste. Das Dynamit kann mir aber nicht schaden, erst wenn es einschlägt. Das ist gut zu wissen. Jawohl. Was? Wo ist er überhaupt? Take that! Oh. Oh Gott, ich kann gar nicht an der Wand hochrennen, weil ich keine Beschleunigung... Der Beschleunigungsbutton ist jetzt der Schussbutton. Die Kuh hat mich gekillt. Dramatisch. Dramatische Szenen spielen sich ab. No! Okay, die Kuh kann man auch killen und die muss auch so schnell wie möglich weg, sonst nervt die nur. Don't do it. Ich weiß gar nicht, womit der da schießt. Das sieht aus wie Popcorn. Okay, er hat noch ein Leben. Das kann ich ja wohl kaum versauen. Wie soll man den ohne Schaden schaffen? Das wird eine Herausforderung. Prepare to draw.
Oh man, das war aber ein cooler Boss. Ja, man kommt auf jeden Fall irgendwann dahinter. Man muss immer nur gucken, in welcher Phase ist er gerade. Dann kann man auch wissen, welche Attacken er macht. Aber es wird wahrscheinlich kein allzu großer Erfolg. B. Ja, bei den Bossen ist es, glaube ich, allein davon abhängig, wie viel Schaden man nimmt, was für einen Rang man kriegt. Und den P-Rang kriegt man hier nur, wenn man überhaupt keinen Schaden nimmt. Das ist heftig. Vor allem die Kuh in der zweiten Phase, die macht das mega chaotisch. Wieso machen Kühe immer alles chaotisch? Eigentlich sind das total die sanften Wesen. Okay, damit ist dieses Stockwerk abgeschlossen. Gepierankt habe ich auch alle regulären Level. Ich bin total süchtig nach dem Spiel, ich gebe es zu. Und wir könnten das nächste Stockwerk aufbrechen. Ich finde das eigentlich ganz nice, ne? Die Level zum ersten Mal zu entdecken fürs Let's Play. Und dann mich nochmal richtig reinzuhängen für die P-Ranks. Ich würde auch gerne mal so einen P-Rank-Grind zeigen, aber es ist halt... Es dauert halt sehr lange, ne? So zwischen 10, 20 Versuche. Und der Lauf selber, indem man dann den P-Rank kriegt, ist auch nochmal 6, 7 Minuten. Ich weiß echt nicht, wie ich das unterhaltsam unterbringen sollte. Ich habe meine Medizin verloren. Dieser Tag wird scheiße. Willkommen. Ist das auch wieder der Boss dann? Die Ananas? Die werde ich sehr gerne besiegen. Und was ist mit der Musik auf einmal los? I like it. Was haben wir hier? Man sieht das nie, ne? Was wird einem nicht angezeigt, was es ist? Crust Cove. Aha. Oh, neuer Gegner. Gegner, die mit Sachen spucken, sind meine natürlichen Feinde. Ich sag nur Lotuspflanzen und ähnliches Gedöns. Gibt's doch bestimmt einen ordentlichen Pfad. Moment, wo geht's da denn hin? Ach ja? Ich liebe die Musik hier. Was wäre denn dann die Pizzakiste da unten gewesen? Normalerweise Pizzakisten? Da sind wir da, wo es weitergeht. Aber das hier sieht irgendwie auch so aus, als würde es hier weitergehen. Bis auf das Exit-Schild. Bamski. Das ist wahrscheinlich so ein extra Bereich für Punkte oder so. Den man natürlich nicht auslassen darf. Nur irgendwie verstehe ich ihn nicht. hier. Ach, da ist noch eine Wand zum Kaputtmachen. Und offensichtlich ist Peppino nicht gerade versiert im Schwimmen. Sollte man ihm vermutlich übel nehmen. Außer er rennt. Das ist irgendwie auch in Videospielen immer so, ne? Solange man rennt, aha, kann man übers Wasser gehen. Man wird vorübergehend zu Jesus. Wie, aui. Was machen die Ananessa eigentlich? Können die irgendwas? Kriege ich hier einen Pina Colada, please? Oh, ich dachte, das ist ein Ball, mit dem ich spielen kann. SS-Ship. Was für ein einfallsreicher Name. Ach, das geht nicht? Oh. Ich werde es nie schaffen, übers Wasser zu rennen. Ich brauche mehr Anlauf. Ach, das geht auch nicht. Ja, sag mal. Das ist ja sehr schlimmer als Lava. Und das ist kein Block, den man durchrennen kann. Ihr seht schon, ich bin ein absoluter Profi in diesem Spiel. Ist aber auch zu genial, dass man wirklich in jedem Level was Neues kriegt. Aha. Bomben. Ach nee, Kanonen? Dann bist du mir keine große Hilfe. Ich will hier rein. Da ist ein Schlüssel angezeigt. RT-Rolle. Ach du Schande. Ja, am Anfang hat mich das fast ein bisschen abgeschreckt. Ja, diese ganzen P-Ranks zu holen. Weil es eben in jedem Level so ein neues Gimmick zu erlernen gibt, dass man dann erst wieder sich drauf schaffen muss. Aber für die Abwechslung ist das echt super cool. Mhm. Der Papst stand mir jetzt hier irgendwie im Weg. Kann das sein? Wow! Ja, ich sehe schon. Da hätte man den Gegner nach oben werfen können. Für das Topping. Ich halte auch an den Wänden immer Ausschau nach Augen. So werden einem die Secrets ja ein bisschen angezeigt. Er ist aber schnell wieder wach geworden. Ah, die Mini-Ratten. Ja, niedlich. Ich möchte nicht in Peppinos Haut stecken. Mhm. Oh, das ist ja fast schon automatisch. Beziehungsweise es ist automatisch.
Ich halte nur den Knopf gedrückt. Okay, jetzt hat's aufgehört, automatisch zu sein. Wieso bremst man da so komisch ab? Wow! Ja, es hat ein bisschen was von diesem Ritter-Kostüm aus dem zweiten Level war das, glaube ich. Hier ist der Schlüssel. Okay. Ist das eine hübsche Zuckerstangentür hier? Mag die. Autsch! Habe ich nicht genug Knarren jetzt schon gehabt? Für einen Part? Hier ist die Tür. Okay. Bisher habe ich noch gar nichts gefunden, was Secrets angeht. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Und das da unten? Kommt jetzt bestimmt hier hoch. Was ist das? Was macht der da? Ach so. Ach so. Natürlich. Das soll eine Kanone darstellen? Oh mein Gott, ey. Manchmal fragt man sich echt, wer hat das alles gemalt? Da! Toll. Das musste man noch nicht mal suchen. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Level werden jetzt ein bisschen komplizierter. Vom Aufbau her. Ja, das war nicht so kompliziert. Au! Übers Wasser. Nein! Oh, da hätte man sich ducken müssen. Das ist fies. Ist klar, alles in Ordnung. Sieht aus, als würde sie was bewachen. Ey, das sind wie diese. Die kann man doch nicht mal killen. Dann ist er wirklich wie der aus Donkey Kong Country 2. Einfach nur im Weg und fett. Wow, wie einem hier die Kontrolle entrissen wird. Was ist das denn gewesen? Dieses Spiel hält einfach nur Überraschungen bereit. Von morgens bis abends. Mhm. Schlunz. Oh Gott, Schlunz, Schlunz. Ja, das habt ihr nicht kommen sehen. Selber schuld. Okay. Wären wir zumindest daraus. Es ist wirklich so, ne? Wenn du die Level zum ersten Mal spielst, verlierst du innerhalb von Sekunden die Orientierung. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo ich bin. Und wenn man es aber dann noch zwei, dreimal spielt, dann fängt es an, besser zu werden. Hier zum Beispiel, das ist völlig konfus. Ich weiß keine Ahnung, was das Spiel von mir will. Macht aber wohl auch irgendwie den Reiz aus. Nein! Oh, das ist das Schlimmste. Dass sie das aus Wario Land übernehmen mussten. Das war knapp. Lassen Sie das! Also, dieser Bereich ist für nichts gut. Kannst du deiner Oma erzählen? Dann erzähl's ihr mal. Sie wird es dir nicht glauben. Ach, siehst du? Und dann auf einmal? Geht das los? Und es wird spannend. No! Kann man in dem Fass noch irgendwas anderes machen, als zu springen? Ich habe nicht das Gefühl. Was muss man da machen? Reinsitzen. Weißt du, und jedes Gimmick funktioniert anders. Manche musst du greifen, manche musst du... Au! Musst du reinsitzen, so komisch. Es hört nicht auf. Ich komm da nicht vorbei. No! Das passt doch überhaupt nicht, ne? Von den Sprüngen her. Ist richtig fies gemacht. Man muss da ganz winzig kleine Sprünge machen. Und der ist auch schon wieder am Start. Aua. Da hat man natürlich keine Zeit, sich nach Secrets umzugucken. Ja, ist klar, weißt du? Wenn dieses Fass einfach mal in die Richtung gehen würde, die es soll. Ich glaube, solange ich hier einfach nur den Knopf gedrückt halte, schießt der immer daneben. Wie praktisch ist das denn? Mhm. Hier ist nix. Das sah so secretig aus. Deswegen ist da unten der Exit. Da geht's jetzt nämlich wieder hin, nehme ich mal an. Okay, ich wollte nur mal gucken, wie hoch das hier ist. Und da drüben ist auch nichts mehr. Jetzt könnte ich aber noch gucken, was in dem Pizzakarton drin ist.
Ja. Das ist, man verliert die Kombo nicht automatisch, wenn man getroffen wird, aber... Ach, ist das Lap 2 vielleicht? Das ist für Lap 2. Ich verstehe. Aber man verliert die Hälfte des Kombometers. Und wenn man dann nicht sofort irgendwas einsammelt oder einen Gegner killt, dann ist die Kombo natürlich im Eimer. Das war ein verrücktes Level. Das wird hart. Da einen guten Rang zu erzielen. Aber es ist auch so, dass man anfangs diese ganzen Wege so als alternative Wege wahrnimmt, die es aber in Wahrheit gar nicht sind. Hier gucke ich jetzt nochmal rein, weil ich so viele Secrets ausgelassen habe. Hier muss man doch durch können, oder? Wenn man genug Schwung hat. Das muss gehen. Weil das ist ja sonst eine riesige Sackgasse. Was ist eigentlich da oben? Ja, das ist eine von diesen Truhen, die mir weggelaufen ist vorhin. Extra Points. Hier kann man auch durchrennen. Fragt sich, ob sich das lohnt. No. Ach ja, genau, den Typi. Hab ich den gefunden? Den Hausmeister? Da ist er. Moment, hatte ich den jetzt vorher oder nicht? Der ist ja viel zu easy zu finden, als dass man den auslassen kann. Diesmal war der Gegner nicht da. Ist hier was? Oh, das ist fies versteckt. Aber okay. Ich dachte eigentlich, alle Secrets wären mit so kleinen Augensymbolen markiert, aber das war es nicht. Okay, easy. Whee! Hier könnten sie natürlich auch gut was verstecken, ne? In diesem Bereich. Oh, der ist so gemein. Es hilft einem irgendwie auch überhaupt nicht, dass einem angezeigt wird, wo der hinschießt. Das macht einen nur nervös. Okay, das war das Auge, das man eigentlich kaum verpassen kann. Jo. Na, wenigstens das habe ich diesmal mitgenommen. Autschi. Und in dem Bereich hier kann man erstmal gar nichts machen, nee. Da ist nichts los. Mit Buttons und so weiter. Achso, stimmt ja, die kann man ja gar nicht. Kann man die eigentlich parieren? Okay. Whoopsie! Ah, oh, die Ratte, die hatte ich auch schon wieder vergessen. Kurzzeitgedächtnis, ahoi. Gibt es eine Möglichkeit, das Fass bis hierhin mitzubringen? Wenn ich dem Papst ausweiche. Obwohl, nee, dann komme ich hier nicht rüber, das ist zu hoch. Aber warte. Lee. Cool. Ja. Oh, und man muss das sogar mehrmals machen. Okay, dann fehlt mir eigentlich nur noch das Super-Item, oder? Wenn ich jetzt noch wüsste, wo die Tür dazu war. Doch, ich weiß es noch ungefähr. Aber ich glaube, da komme ich erst genau während der Escape-Sequenz nochmal hin. Wow, bimblabumba. Und hier erstmal in die Richtung und dann, ja. Sonst hat man nicht genug Höhe. Oh, die ist so empfindlich, dass man... kleinste Kante und dann wird man zurückgebounced. hier irgendwo, oder? Da unten? Ach nein. Aber es ist so ein ähnlicher Bereich. Hier! Genau. Nur ein Stockwerk verschätzt. Was ist es denn? Leckere Limo. Cool. So. Ich glaube, man muss das Level aber auch noch abschließen, sonst zählt es nicht. Toll, wo hätte ich denn da jetzt Speed aufbauen sollen, damit ich hier rüberlaufen kann? Ach, das geht? Das ist praktisch. Autschi. Exit. Lel, ey. Ja, ich habe schon zu viel Zeit verschwendet, da lohnt es sich nicht, noch für eine zweite Runde zu gehen.
Coolio. Nices Level. Hat schon wesentlich mehr Sinn gemacht jetzt beim zweiten Mal. Ist gar nicht so kompliziert. Ach, das... Moment, zählt das nur, wenn man alle Secrets in einem Run holt? Und ansonsten... Weil das eine habe ich ja jetzt nicht nochmal gemacht. Sieht fast danach aus. Das war mir nicht bewusst. Naja, aber jetzt mache ich es nicht nochmal. Ich hol's ja sowieso letztendlich noch. Was ist das? Ein Wald? Den gucken wir uns jetzt noch an. Das ist eine hübsche Zeichnung. Das Mario und Luigi? Come on. Das muss ein Easter Egg sein. Wenn sie schon grün und rot sind. Oh, das sind wieder meine verhassten Gabelgegner. Das irgendwas zu bedeuten hier, ne? Tomaten nehme ich immer gern. Hier kann man wohl später nochmal angerauscht. Ich mag dieses Gras. Sieht voll flauschig aus. Mhm. Die Kisten sind wohl jetzt hier so ein übergreifendes Gimmick. Was bist du denn? Wer? Was und wieso? Ich weiß auch nicht, aber wenn einen so ein Gegner nervt und den dann wegzukloppen, das ist extrem nice. Ich mag das. Vor allem mit der Animation noch dazu. Es gibt nichts Besseres. Oh, da geht's doch auf jeden Fall hoch. Mhm. Bamski. Schon wieder so viele Wege. Mit Bouncy-Pilzen. Allein die Animationen sind so gut. Das ist echt der Hammer. Wenn ich jetzt die Kamera da runterfahren könnte, dann würde ich erkennen, was da ist. Hui. Au. Der scheint nichts zu bewachen. Obwohl, ich weiß ja jetzt, dass die Secrets nicht immer mit Augen markiert sind. Also, who knows. Kann immer irgendwo eine Wand sein, die man zerbrechen kann. Ja. Ich dachte, er dreht sich noch um. Das ist nur während der Escape-Sequenz möglich. Mhm. Komische Stelle. Hui! Und da ist die Tür. Mhm. Fehlt aber noch der Hausmeister. Diese kleinen Bienchen da, die irritieren mich total. Ich denke immer, die können mich... Was war das denn? Voll der Suplex. Als ob die mich stechen könnten. What? Was tue ich? Oh, der steuert sich auch noch anders. Beziehungsweise es reicht nicht nur, den Beschleunigungsbutton zu drücken, sondern muss auch noch nach vorne. Gustavo und Brick Tutorial. Ja, bitte. Gib mal her. RT, um schneller und Metal Blocks zu zerstören. Bamski. Nach oben, um die Ratte zu kicken? Wie geil, ey. Der sieht voll niedlich aus. Gustavo heißt er also. Nach unten in der Luft. Für einen Double Jump, du kannst rauscanceln mit jedem anderen Move. Aha. Wow, jetzt habe ich hier auf einmal einen Double Jump. Und danach macht man automatisch die Stampfattacke, es sei denn, man cancelt den Move mit was anderem. Und einen Wall Jump habe ich offensichtlich auch noch. Wow. Nach unten. Tschiu. Mhm. Au ja. Habe ich auch einen Taunt? Ja, wie sie die Positionen gewechselt haben. Oh, da ist ein Gegner. Double Jump can also destroy Metal Blocks underneath. Mhm. Aber das ist weird, weil man jetzt nicht mehr nach unten... Man hat diese Stampfattacke, aber man hat auch die andere. Holding in the direction of a wall to climb it. Aha. Das wird ja einiges an Arbeit kosten. Um sich darauf einzustellen, wie sich das Vieh jetzt steuert. Das ist doch ein bisschen anders als Peppino. Quasi wie ein komplett neuer Charakter. Was? Das ist ein Gegner? Was stellt das überhaupt dar?
Und jetzt habe ich meinen schönen Sprung nicht mehr, mit dem ich immer so gern eingesetzt habe, um Höhe zu gewinnen. Ja, vielleicht ist das ja ein Secret, das mir noch mehr Sachen beibringt. What? Ey, neue Screens. Oh, ist das schwierig zu kontrollieren. Holy moly. Oder holy ratty. Man hat echt das Gefühl, man steuert nicht den Charakter selbst, sondern die Ratte an dem Stick. Wieso kann man da reinlaufen? Das ist eine Bedeutung? Vermutlich eher nicht. Uah! Und während der Attacke kann man nicht stillstehen. Es ist unfassbar weird. Oh. Mhm. Und wenn man dann abspringt, während man schnell rennt, verliert man sein Momentum. Abgefahren. Aha. Die schwierigste Umgewöhnung ist, dass man nicht mehr automatisch rennt, wenn man den Rennbutton drückt. Das erfordert einiges an Umgewöhnung. Bumski. Mhm. Und jetzt habe ich natürlich nicht nach Secrets Ausschau gehalten, Mensch. Was war das? Oh, die Kriech-Animation. Wunderschön. Und der Typ wieder unten hat den Tag seines Lebens. Na gut. Ja, man muss mehr mit der Attacke machen und weniger mit Rennen, habe ich so das Gefühl. Was ist das denn für ein niedliches Häuschen? Habe ich irgendwas erreicht dadurch jetzt? Ich habe die Pizza zum Delivered quasi. No! Ich sehe die nie, diese komischen Kaktusgegner. Ui! Es hilft halt auch überhaupt nicht, dass man in der Luft so viel Bewegungsfreiheit hat. Nochmal. Wow! Das ist der weirdeste Walljump ever. Ich sag's euch. Nein, lass mich da runter. Seid ihr so viele komische Stellen? Ich frag mich wirklich, was mit denen auf sich hat. Ich meine, die meisten Level sind nicht mehr so schwierig, wenn man erstmal gelernt hat, einen Flow aufrechtzuhalten. Das gelingt mir aber mit diesem Viech gerade überhaupt nicht. Was? Wieso bleibt man denn immer hängen? Das ist das Verwirrendste, ey. Weil du hast irgendwie nie den Speed, den du mit Pepino aufbauen kannst. Oder es dauert so viel länger. Das sieht cool aus. Das wollte ich gar nicht. Das war voll automatisch. Nein! Rennen Sie! Okay. Im Ernst, Mann. Ich habe keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Au! Ich nehme das jetzt einfach mal so hin. So geht das Level eigentlich immer noch weiter. Ich habe das Gefühl, ich müsste schon längst auf der Escape sein. Mhm. Oh, es geht immer in die entgegengesetzte Richtung. Das ist zu verwirrend. Das ist zu verwirrend. Im Ernst. Und dann macht das auch noch automatisch. Ich krieg's nicht hin, ey. Danke. Oh. Ihr müsst euch so vorstellen, sobald man die Wand berührt, macht man diesen komischen Wallbounce, selbst wenn man es nicht will. Oh, hier hätte man doch mal ein Secret verstecken können, oder? Mhm. Meine Pizza läuft ab. Wenn sie kalt ist, will sie keiner mehr haben. Die können durch Wände schießen. Als ob, ey. Ja, das war klar, dass der mich erwischt. Das habe ich ihm jetzt schon wieder geschafft. Auf jeden Fall hat man unendlich viel Zeit, um die Pizza abzuliefern. Wenn sogar ich das hinkriege. Und ich habe im Moment das Gefühl, ist das ein Auge? Ja. Siehst du, da war es jetzt wieder angezeigt. Ziemlich eindeutig sogar. Uah! Muss man das verstehen?
LOL. Also den ersten Sprung nehme ich von dem Pilz und dann... Ist in Ordnung. Trollololololol, sag ich da nur. So. Vielen Dank. Hätten wir das auch geschafft. Er hat sich gerade einfach zurückgesetzt. Ich hab's genau gesehen. Was macht man denn in so einer Situation? Keine Ahnung. Ich hätte auf jeden Fall den Sprung behalten sollen, wenn man da hochrennen will. Komme ich hier nicht her? Deswegen war das so schwierig. Orientierung 0. Ja, und man hat auch nicht diesen schönen, ne, von der Kante rennen und dann einfach den Sprung mitbehalten. Es ist, irgendwie kann man gar nichts. Aber dafür andere Dinge. Die mir allerdings nichts helfen. Okay. Das ist halt auch immer so eine 50-50-Entscheidung, ne? Springe ich jetzt oder springe ich nicht? Oh. No! Oh, das war jetzt mal flüssig, einigermaßen. Nur, wieso rennt diese Ratte nicht? Ey, ich könnte da voll drauf rumprügeln. Und dass man keine einfache Möglichkeit hat, hier an solchen Wänden hochzukommen. Ich beschwere mich die ganze Zeit, nur ich weiß, aber es ist eine Katastrophe. Weißt du, ich habe mich so gefreut, dass ich mich einigermaßen mit Pepino zurechtfinde, mit seiner Steuerung. Und jetzt kommt die mit sowas an. Komm höher. Nein! Oh, das ist der Putzi. Okay. Da gibt es bestimmt auch noch eine einfachere Möglichkeit, da ranzukommen. Was? Ich sehe die wirklich nicht, ne? Die tauchen aber auch einfach auf. Das ist das Gemeine. 20 Mal. Ich glaube, so oft wurde ich noch nie getroffen. Sterbt doch einfach alle, ey. Und da bleibt er an so einem einfachen Käse hängen. Da kann man mit Pepino einfach durchrennen. Das stört ihn gar nicht. Durchlaufen sogar. Gehen. Mhm. Mag den Hintergrund. Was haben wir denn hier? Das bedeutet gar nichts. Um Gottes Willen, ey, das Level ist viel zu lang. Das ist ja eine Katastrophe. Das alles auswendig zu lernen. Dieser Schwitzausdruck da oben. I like. Aua. Nein. Und da ist wieder so ein Vieh. Ich muss mich so heftig konzentrieren. Mhm. Ich hoffe, dass wenigstens der Escape... Warte, war da die Tür? Aber da komme ich jetzt gar nicht mehr hin. Da unten war doch noch irgendwas. Hm. Wände hochzuklettern. Kill mich doch einfach, ey. Okay. Ich werde die Tür nicht mehr finden. Dafür reicht mein... Dafür ist das Level viel zu groß. Und sieht alles viel zu gleich aus. War sie hier? Nein. Ich glaube, ich bin schon dran vorbei. Aber mit Sicherheit kann ich es nicht sagen. Auchi? Ah, danke. Back to that guy. Na! Okay, vielleicht war da nichts. Wow. Sieht so aus, als wäre ich hier noch nie gewesen. Was für ein Level! Boah! Das ist ja die übelste Katastrophe. Ja, da brauche ich mehr als zwei Versuche, um mich da zurechtzufinden. Und ich habe sogar noch irgendwas ausgelassen. So eines von den ganz gewöhnlichen Secrets.
Halleluja. Davon brauche ich jetzt erstmal eine Erholung. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.